Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Hi, hier ist der Alex. Und der Stefan. Vom Monatsmob. Yeah, willkommen zur zweiten Folge, liebe Hörer. Wir sind 10 Tage schon täglich eine Stunde im Verein gewesen, Alex. Wow, ja, 10 Tage, das war mir jetzt noch gar nicht bewusst, aber was ja. Stimmt, 9 Tage, Entschuldigung, heute der 10. Tag. Warst du schon außen heute? Nee. Nee, heute noch nicht. Okay. Wir haben jetzt Mittag und ich war heute noch nicht außen. Aber es ist natürlich fest eingeplant und heute wird es bei mir auch wieder ein bisschen ausgiebiger werden, wieder eine Stunde, während ich die letzten 2 Tage eher eine halbe Stunde wegen Blasen an den Füßen war. Warst ein bisschen angeschlagen von deinem Österreich-Urlaub, hast du mir vorhin schon erzählt. Ja, genau. Ich war Paragliden in Österreich. Voll cool. Als ich das gelesen habe, ich war überrascht hier. Der traut sich was. Also für mich wäre das schon eine Herausforderung. Es war auch ich habe mir zuerst überlegt, ob das auch Teil deines Plans war, dass du sowas Ausgefallenes auch mit einbaust in die ersten 30 Tage gleich hier. Nee, das war Zufall, weil das war auch, wir wussten zwar, dass wir das machen, aber es war jetzt letztendlich relativ spontan, also das war ja auch unklar, ob das Wetter noch so gut wird zum Paragliden im Oktober, dass das überhaupt noch klappt. Mhm. Ja, nee, also es hat auch mir ziemlich viel Überwindung gekostet, auf jeden Fall, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Voll cool. Auf jeden Fall. Und es ist nicht so schlimm, wie man sich's vorstellt, ich meine, direkt bevor ich abgehoben bin, bin ich auch noch eine halbe Stunde hin und her getigert aufs Klo, war kaum mehr ansprechbar. Also da bin ich schon auch irgendwie dann einfach ein Schisser vorher, aber. Ja. Nee, voll gut, dann hast du auch noch so eine schöne, besondere Aktion. Also jetzt schon mit drin gehabt, im ersten Drittel sind wir ja gerade noch und Respekt. Ja, danke. Ich war nur an der Nordsee in der Zeit und war. Naja, nur an der Nordsee. Du hast aber einiges an netten Bildern geliefert, muss ich sagen. Vom Doggen, vom Drachenfliegen. Du hast ja auch was mit Fliegen sozusagen am Hut. Ich habe zweimal Drachen steigen lassen. Da habe mir einen neuen Drachen geholt. Den alten habe ich geschottet, nachdem ich den auf zu harten Untergründen geflogen bin. Dementsprechend nicht immer oben halten konnte. Jetzt habe ich einen neuen und da habe ich mir vorgenommen, nur im Freien zu fliegen. Passend unsere Aufgabe und. Genau, Wind ist ja hier im Norden ganz gut und das hat richtig viel Spaß gemacht gestern, da war ich gestern unterwegs. Und überhaupt habe ich, oder eine Erkenntnis von mir gleich mal vorab, ich habe am Anfang was, ist die Herausforderung da gewesen, die ersten 2-3 Tage, dass ich jetzt rausgehen muss, da war es eher ein Müssen, ich habe nicht so viel Bock gehabt, dann war ich an der Nordsee, was klar war, dass ich da rausgehe, weil ich mit 2 anderen Leuten zusammen war und wir die Umwelt genießen wollten und jetzt gestern zurück von der Nordsee, vom Nordseeurlaub, ist mir richtig leicht gefallen, rauszugehen. Vielleicht, weil es schon 10 Tage jetzt drin ist in meinem Kopf oder in meinem Körper oder wo auch immer. Oder vielleicht auch, weil ich Drachensteigen gehen wollte. Also ich denke, es ist immer von Vorteil, wenn man irgendwas tut, was man gerne macht außen. Aber vielleicht wirkt es auch schon, dass wir täglich unsere Aufgabe machen. Könnte ja sein, dass es schon nach 10 Tagen, also nicht gefestigt ist, aber zumindest, dass es anfängt, leichter zu werden. Genau, ne, doch würde ich schon auf jeden Fall sagen, es ist jetzt nicht so, wenn du es jetzt gleich abbrechen würdest, vielleicht, dann wird es wahrscheinlich relativ schnell wieder nachlassen. Es ist nicht so nachhaltig, aber du hast halt wahrscheinlich nach 10 Tagen schon irgendwie halbwegs so einen Status erreicht, wo du sagen kannst, ja, es ist jetzt eher so die Normalität als abartig, sozusagen. Ja. Ja. Und wo wir richtig viel Glück haben, ist das Wetter bis jetzt, zumindest in Großteilen von Deutschland war es halbwegs schön oder für den Oktober sehr schön. Und soweit ich weiß, bleibt doch so, oder? Das heißt, wir haben gute Karten, um da rauszugehen. Ja, absolut. Also die letzten Jahre, da hatten wir ja eigentlich immer einen sehr guten Oktober. Die Sommer waren dafür zwar durchwachsen, aber der Oktober war eigentlich die letzten Jahre irgendwie immer relativ gut. Und ja, phänomenal das Wetter, was wir haben. Ja. Ja. Zeigt sich auch daran, wie viel in unserer Facebook-Gruppe los ist. Da macht es mir extrem viel Spaß, mit euch zusammen zu schreiben, was wir getan haben und Bilder zu posten. Und die anderen sind ja auch richtig gut dabei. Ja, also auch ein Dank von mir. Ich bin auch echt überrascht. Da ist ja täglich immer was los. Ich komme da ja teilweise mit dem Lesen gar nicht mehr hinterher. Also
Das ist ja schon fast ein Vollzeitjob. Ja, dafür sind wir jetzt zu zweit, dann können wir uns das ganz gut aufteilen. Ja, genau. Außerdem sind wir nicht alleine. Also wir sind jetzt knappe 40 Leute in der Facebook-Gruppe und ich habe mal gestern mir die Mühe gemacht, nachzuschauen, wie viele Leute davon wirklich täglich reinschauen und fast auch täglich posten. Das ist ungefähr die Hälfte, also knappe 20 Leute uns mit eingerechnet. Und das ist für den ersten Monat gut, finde ich. Ich finde auch, dass es eine gute Quote ist, auf jeden Fall, ja. Ja, wir könnten ja vielleicht mal kurz darauf eingehen, was eigentlich so die anderen Momos bei uns in der Gruppe, was die alles so machen. Genau, das haben wir uns mal angeschaut. Es gibt einige, die ihr Fahrrad reaktiviert haben, die Silvia zum Beispiel und die Alana auch. Sehr lobenswert, dass man unsere Aktion sozusagen hernimmt oder zum Anlass nimmt, sein Fahrrad wieder in Schuss zu bringen. Daumen hoch von uns dafür. Absolut, also da bin ich auch absolut begeistert, dass das quasi so der Monatsmob so die Initialzündung war, dass die mal ihr Fahrrad irgendwie, sie hatten es ja beide, wenn ich es richtig verstanden habe, schon lange vor, aber haben es irgendwie mal vor sich hingeschoben. Ja. Und haben es dann halt wirklich mal gemacht. Genau. Und auch sonst viel Sport ist natürlich am Start. Die Renate hat auch uns ein sehr schönes Feedback geschrieben. Erstaunlich, wie sehr es motiviert, ein Teil dieser Bewegung zu sein. Da waren wir beide sehr gerührt, als wir das gelesen haben. Oh ja. Das fanden wir super. Und sie hat aber natürlich auch vollkommen recht. Also es trifft halt auch einfach zu. Aber ist auch sehr schön zu sehen, dass da unsere Ansicht oder unsere Idee da so gut ankommt und so einen Anklang findet. Ja, und ein Grundprinzip unserer Idee war ja, dass wir gemeinsam stärker sind und mehr Power haben, uns gegenseitig in den Hintern treten können, wenn wir auch mal nichts oder noch nichts getan haben an dem Tag und nochmal sehen, was die anderen getan haben, dass man das wieder als Motivation nimmt, rauszugehen und dran zu bleiben. Und das scheint zu funktionieren, zumindest bei der Renate und bei den anderen ja auch sehr gut. Zum Beispiel beim Schorsch auch in Mexiko. Georg, für die Leute, die seinen Spitznamen nicht kennen, voll schöne Bilder. Und die Hanna ist gut unterwegs mit ihren Kindern auch, die sind gleich immer zu viert. Das ist schon ein richtiger Mob dann, ein kleiner Mob. Das ist ein eigener Mob, ja, ein Untermob sozusagen. Und was haben wir sonst noch hier? Silvia ist seit langem mal wieder rausgegangen, war längere Zeit drinnen oder ist nicht rausgegangen, hat durch den Monatsmob Mut gefunden, wieder den Weg nach außen anzutreten, wollte ich sagen. Ist auch natürlich ab und zu am Balkon, hat sie geschrieben, ist auch nett, wenn man das im Oktober noch machen kann. Und sonst, eine Erkenntnis, die ich noch hatte, wer einen Hund hat, zum Beispiel Andreas, der ist einfach automatisch sehr viel draußen. Das kennst du auch, oder du hattest auch mal, und deine Eltern haben noch einen Hund, wie war das? Nee, der ist schon seit, der ist schon seit 10 Jahren tot, aber wir hatten mal einen, ne? Genau, aber gut, das war damals, wie ich noch mit meinem Hund draußen war, ich meine, da war ich, das war eigentlich hauptsächlich ein Alter, da war ich eh fast den ganzen Tag nur draußen. Ich meine, hatte ich auch noch keinen PC und genau. Also wahrscheinlich ist das der Grund, warum wir die Aktion überhaupt starten, dass wir einen PC haben. Aber ich meine, sonst können wir das überhaupt nicht verteilen, was wir gerade tun, das ist eh klar, aber ja, also wenn der PC nicht eingeführt worden wäre oder nicht erfunden worden wäre, dann hätten wir jetzt nicht das Problem, dass wir zu wenig außen sind. Oder zumindest ich habe das Problem gehabt. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich denke, es gibt auch genug Leute, bei denen trifft die Aussage auf einen Fernseher zu oder auf eine Spielkonsole oder was auch immer. Stimmt. Ja, nicht bloß Computer. Technik allgemein. Technik allgemein, richtig. Was die Anne gemacht hat, das finde ich cool. Die ist ein bisschen später eingestiegen und ist jetzt trotzdem voll dabei. Und es war uns auch noch ein Anliegen, das zu sagen, dass ihr auch, wenn ihr das jetzt als erste Folge hier hört oder jetzt erst uns entdeckt, irgendwann Mitte Oktober, dass ihr gerne auch jetzt einsteigt und halt ab jetzt diese 30 Tage durchzieht. Also kein Problem. Also es gilt natürlich im Prinzip für jeden Monat, der da auch noch folgen wird. Ich meine, man kann im Prinzip immer einsteigen, weil ein bisschen blöd ist halt, weil man dann, da kann man sich selbst so Entschuldigungen bauen, weil man halt nicht am 1. Grad das mitbekommt, sondern erst am 5. Und dann, ach ja, muss ja noch bis zum 1. warten, ich kann ja jetzt gar nicht mitmachen und dann vergisst man es wieder am 1. und dann hat man für sich selbst immer so eine Entschuldigung, dass man es ja nicht machen kann. Deswegen, das gilt nicht. Richtig. Sofort starten. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann jetzt starten. Ja. Heute, am 10. Oktober. Und vielleicht nur abschließend, die Cynthia ist auch sehr gut bei uns dabei und die hat es geschafft, oder in den ersten Tagen sehr ernst genommen mit der Aufgabe, was ich sehr gut finde, und hat sogar im Stau stehend
sie ausgestiegen aus dem Auto und hat Stretching-Übungen gemacht. Das ist schon bemerkenswert. Das macht auch nicht jeder. Da muss man auch ein bisschen, muss es ein bisschen egal sein, was die anderen Leute dann denken, weil die sagen auch, schau mal da, was macht denn die da? Genau. Also super. Haben auch bestimmt ein paar Leute gesagt, aber ja, besser, Egal. ja, absolut egal. Besser man macht Stretching-Übungen, als im Auto zu verkümmern. Richtig. Ja, und ja, ich möchte auch dann kurz an der Stelle noch meiner Freundin danken. Die war jetzt bis auf die letzten 2 Tage krankheitsbedingt, war die auch immer top mit dabei. Und also ich war auch echt überrascht, weil die, ich möchte jetzt nicht sagen, also ja, die hat sich teilweise halt echt noch abends aufgerafft, obwohl sie schon mal auf der Couch lag. Und das ist auf jeden Fall für sie auch eine Leistung. Cool. Sitzt sie gerade rechts von dir, weil du da hinschaust die ganze Zeit? Nee, Okay. da sitzt mein Mikrofon. Nee, sie ist nicht hier. Nee. Das war jetzt interessant. Echt? Okay. Okay. Ja, voll cool. Ja, das ist, sich dann abends noch aufzuraffen, sehr gut. Ja. Also, wir haben noch eine oder ein Problem sozusagen mitbekommen bei der Alana mit der Dunkelheit, wenn man angestellt ist und dann nicht weiß, ob man es unterkriegt unter den Tag, die eine Stunde. Was waren unsere Empfehlungen? Dass man es aufsplittet, die Stunde, oder halt auch im Dunkeln geht. Im Park vielleicht im Beleuchteten oder was gibt's noch? Ich meine, das ist halt extrem von der Arbeitssituation abhängig. Je nachdem, wann du arbeiten gehst, kannst du vielleicht vor der Arbeit, was ich eigentlich auch sehr schön finde, wenn du dich schon mal, bevor du arbeiten gehst, erstmal Zeit für dich selber nimmst und so in den Tag reinkommst, anstatt so hetz, hetz zur Arbeit. Du kannst es natürlich in der Mittagspause machen, wenn es dir möglich ist. Ich finde es in der Mittagspause auch deswegen sehr gut, weil wenn du einfach mal aus deinem Trott rauskommst, weil die meisten, die irgendwo angestellt sind, die sitzen ja wahrscheinlich am Schreibtisch. Ja. Und wenn du da mittendrin mal so eine größere Pause einbauen kannst, wo du dich mal rausbewegst, wo du dich ein bisschen bewegst, das ist auch super. Oder natürlich, wenn dir das möglich ist, auch wenn du die Pausen so zwischendrin einbaust. Weil das hilft auch tatsächlich, also ich habe es in der Gruppe mal erzählt, es hilft auch tatsächlich bei der Bewältigung von Problemen, weil wenn man sich einfach mal mit dem Problem nicht beschäftigt und rausgeht, dann kann das Problem quasi von deinem Bewusstsein ins Unterbewusstsein sickern und dein Unterbewusstsein macht ja über 90% deiner Erfahrung und deines Wissens aus. Und das heißt, da gibt es viel mehr also da sind viel mehr Ressourcen da, um das Problem zu lösen. Und wenn du dann einfach mal rausgehst, dich bewegst und was anders denkst, irgendwann hast du dann diesen berühmten Geistesblitz, weil dann die Lösung sozusagen, wenn sie da ist, aus deinem Unterbewusstsein wieder hochschnellt ins Ja, du sprichst jetzt Bewusstsein. wahrscheinlich hauptsächlich von Arbeitsproblemen, aber grundsätzlich kann man das ja auf jedes Problem im Leben beziehen Richtig, oder überall auf genau. eine Situation, wo man eine Lösung sucht, wenn man es lösungsorientiert formulieren möchte. Ja, also allgemein, wenn man zu Hause sitzt und irgendein Problem hat, wenn man also irgendwie gerade einen Depri-Modus schiebt oder was auch immer, rausgehen ist immer richtig gut, weil du einfach einen gewissen Abstand bekommst Na, voll zu gut. der Situation. Eine Ja. weitere Motivation weiterzumachen in den nächsten 20 Tagen. Mit heute eingerechnet 21 Tagen. Genau. Ja, ansonsten gibt es noch. Ja. Ist, Dann. glaube ich, gut und wir waren ein bisschen kürzer als die letzte Folge, was auch gut ist. Also, ja, weil manche Leute gesagt haben, es war ein bisschen länglich, deswegen haben wir heute ein bisschen schneller geredet. Hast du mich noch verstanden? Ein bisschen schneller geredet, deswegen müssen wir den Schluss machen, um noch in der Zeit zu bleiben. Richtig. Um noch ein bisschen Zeit zusammen rauszugehen, aber heute haben wir noch ja, 6 Stunden, bis es dunkel wird. Das schaffen wir noch. Nach der Mittagspause ist gut. Ich bin auch meistens nach der Mittagspause so um 2, 3 bin ich bis jetzt meistens rausgegangen. Da ist auch noch schön Sonne. Und gerade eben ist wieder blauer Himmel hier. Da hast du sehr gut, bei Top. uns ist jetzt grau, aber trotzdem ist das Wetter, sag ich mal, akzeptabel und akzeptabel ist gut genug. Richtig. Ja. Hast du für heute Okay. schon Pläne? Joggen würde wieder auf dem Programm stehen, was eher gewöhnlich ist, aber nicht schlecht. Aber wenn ich jogge, dann suche ich mir eine andere Runde aus, die ich noch nicht gelaufen bin. Das heißt, ich fahre mit dem Fahrrad ein Stück und jogge dann irgendwo am Blockland, nennt sich das hier in Bremen. Blog. Yeah. Dein Oder vielleicht Blog. fällt mir noch was anderes ein. Ich bin noch nicht entschieden. Was machst du?
Ich werde wahrscheinlich rausgehen und lesen. Ich habe mir gestern ein neues Buch gekauft und das ist sehr interessant und dann, ja. Okay, jetzt musst du uns noch verraten, welches. Wir sind die Guten von Matthias Bröckers und den anderen Autor habe ich vergessen. Ansichten eines Putin-Verstehers oder so. Also in dem Okay, Buch. politisches Buch. Politisches Buch. Ein politisches Buch, ja. Da geht es quasi darum, dass man auch mal die andere Seite der Medaille etwas beleuchtet. Nicht nur die etwas einseitige Medaille, die man bei uns in den Mainstream-Medien immer aufgedrückt bekommt. Ja, finde ich sehr gut. Bin ich gespannt, was du berichtest. Ja, aber ich will das jetzt hier nicht als politisches Forum benutzen. Der Mob wird politisch, nein, wird er nicht. Also auf jeden Fall noch nicht. Vielleicht machen wir irgendwann eine Aufgabe, geh 30 Tage in die Politik. Naja, Genau. mal schauen. 30 Tage demonstrieren vom Bundestag. Ich bin dabei. Also in diesem Sinne, geht weiter raus, schreibt uns weiterhin in die Facebook-Gruppe rein und falls ihr Fragen habt, postet einfach. Wir sind da. Ja. Zusammen mit euch. Genau. Ciao. Oh nein, da winkt was. Die gefährliche Hand. Bis dann, macht's gut. Jo, ciao. Servus. Monatsmord.